Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, mutmaßlich mit einem rechtsextremen Motiv, und der antisemitische Anschlag in Halle, Gewalttaten, die die Politik alarmiert haben. Horst Seehofer will jetzt härter durchgreifen und genauer hinsehen bei der Gefahr von rechts. Dass nach unserer Einschätzung mindestens 12.000 Personen in Deutschland leben, die potenziell im rechten Bereich gewaltbereit sind. Das hätte früher politisch mit dieser Priorität versehen werden müssen. Rechtsextremismus müsse genauso bekämpft werden wie islamistischer Terror. Dafür soll es 600 zusätzliche Stellen geben für den Bundesverfassungsschutz und das Bundeskriminalamt. Die Bedrohungslage sei hoch. Gewalttaten schaffen zunehmend ein Klima der Angst, auf das es zu reagieren gilt. Und die schweren Straftaten, der tödliche Angriff auf Dr. Walter Lübcke, das Attentat von Halle, haben diese Einschätzung ja leider aufs Schlimmste bestätigt. Doch die Sicherheitsbehörden selbst haben Probleme mit Rechtsextremen. Es gibt zahlreiche Verdachtsfälle. Künftig soll eine Zentralstelle Rechtsradikale auch bei der Polizei aufspüren. So könnten etwa rechte Kommentare in sozialen Netzwerken überprüft werden. Das sind möglicherweise Einzelfälle, so wurde das bisher betrachtet, aber aus meiner Wahrnehmung zu viele Einzelfälle, als dass man sie nicht doch noch mal in ihrer Gesamtheit betrachten muss und schauen muss, gibt es da Netzwerke. Rechtsextreme Tendenzen auch bei der Bundeswehr. Es gibt Erkenntnisse über 30 Personen mit, wie es heißt, fehlender Verfassungstreue.